Wir erleben Honduras mit seiner Kaffeeproduktion direkt vor Ort. Wie funktioniert der Kaffeeanbau? Warum ist es sinnvoll, fair gehandelten Tatico-Kaffee zu kaufen und wie unterstützt Kolping die Familien vor Ort? Wie wichtig ist die Bildungsarbeit in den Projekten? Alles Fragen, denen wir in den nächsten Tagen nachgehen, immer auf den Spuren von Adolf Kolping und gemeinsam mit vielen engagierten Helferinnen und Helfern. Angekommen in Honduras Hauptstadt geht es für unsere kleine Reisegruppe direkt weiter, um den Weg des Tatico-Kaffees zu verfolgen. Dabei Kaffeeröster Klaus Lang aus Medebach. Kaffeeagentin Mary Krupp sorgt für die Übersetzung und verhandelt Kaffeepreise auf dem Weltmarkt. Fotograf Georg Wahl, er dokumentiert unsere Reise für das Kolping-Magazin. Werner Sondermann, Initiator vom Tatico-Projekt vom Kolping-Werk Paderborn. Rufino, geistlicher Leiter von Kolping Honduras. Bildungsreferent Wilmer mit Kollegen. Mein Kameramann Timo Tafelski und ich, Yvonne Willix, TV-Moderatorin und Kolping-Schwester. Erstes Highlight unserer Reise, ein gemeinsamer Gottesdienst. Was ist das Besondere hier? Ja, das Besondere an dem Gottesdienst ist, dass der von keinem Priester gehalten wird, also keine Messe im herkömmlichen Sinne, sondern hier gibt es die sogenannten Delegados de Palabras. Das sind Laien, die ausgebildet sind. Insgesamt gibt es hier in Honduras 15.000 von denen und die Gemeinden betreuen und auch Gottesdienste halten. Es ist also im Grunde, wie wir das kennen, wie eine heilige Messe. Nur ohne Wandlung, aber auch mit Kommunionausteilung und eben ein Wortgottesdienst. Bei allen Kolpingsfamilien, die wir besuchen werden, werden wir mit einem gemeinsamen Gebet herzlich willkommen geheißen. Das wiederholt sich während unserer Reise an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Menschen. Nur beim Besuch des Bischofs. Da wurde überraschenderweise nicht gebetet. Aber er hat immerhin unsere Rosenkränze gesegnet. Jetzt nochmal kurz Besinnung und auf geht's in die Berge zum Hochlandcafé. Honduras ist ein Kaffeeparadies. Wir machen uns auf eine abenteuerliche Fahrt ins Hochland, um Kaffeebauern zu besuchen. Die werden von Kolping Honduras unterstützt und weitergebildet. Immer gut beschützt von bewaffneten Soldaten. Es ist gefährlich hier. Die Wege sind, sagen wir mal, in nicht so gutem Zustand und wir werden ordentlich durchgeschüttelt, so circa 2 Stunden lang. Irgendwann geht's dann mit dem Wagen nicht mehr weiter und wir müssen zu Fuß bergauf. Auch so circa 2 Stunden lang. Boah, das ist anstrengend. Ich schnupper noch ein bisschen zum Luftholen. Toll. Guck mal rüber. So ein kleines Stück wird dann so bewirtschaftet. Von solchen Plantagen werden wir aber noch viel mehr sehen. Nach fast 3 Stunden liegt eine gigantische Landschaft vor uns. Kaffee, soweit das Auge reicht. Die Blätter sind ein bisschen wie Buchenblätter. Man kann das quasi... Wenn man sich die anguckt, sieht so ein tatsächlich aus wie Buchenblätter und die Früchte, guck mal, hier ist noch eine Kirsche dran. Oh, die ist schon trocken. Die ist... Guck mal, nehm mal diese. Das ist eine richtige. Iss die mal. Marie. Die sind Essen? Die sind süß. Lecker süß. Und da ist die Kaffeebohne. So langsam nähern wir uns dem Ziel auf 1550 Metern. Ich kann aber auch nicht schneller. Mir fällt das Atmen echt schwer. Jetzt sind wir angekommen bei einer Familie, die hier Kaffeefelder bewirtschaftet. Ich muss mal fragen, wie viele es nachher sind, aber wir stehen ja mitten im Kaffeeparadies, hätte ich gesagt, und können jetzt mal genau sehen, wie das Ganze vonstatten geht. Von der Kirsche bis zum fertig getrockneten Kaffee, der dann als Pergamino weiterverkauft wird. Was Pergamino genau ist, finde ich noch raus. Hier werden 32 Hektar von einer circa 10-köpfigen Familie bewirtschaftet und Carlos ist der Chef. Ich darf heute ernten, aber erstmal muss ich wieder kraxeln. Also Kinder, Leute, hier sind doch jetzt genug Kaffeekirschen. Nein, ich muss nach ganz oben. Kaffeeernte ist Handarbeit und wenn Sie mich fragen, ein echter Knochenjob. Ein Teil seiner Ernte kann Bauer Carlos zu einem guten, fairen Preis verkaufen. Wie viel Pfund ist denn da drin? 8 Kilo. 8 Kilo? 8 Kilo. Und dann 8 am Tag. 8 mal 8, 64 Kilo Kaffee. Okay, viel. Carlos, wie viele Leute arbeiten hier?
18, 20 Personen. Und wie viele von deiner Familie? Von meiner Familie so 10. Okay, und wie lange machst du das? Machst du immer schon, bist du immer schon Kaffeeernter, Kaffeebauer? Vor einigen Jahren haben wir Gelder gesammelt, um diese Anbaufläche zu erwerben. So wurden wir Kaffeebauern. Wir sind nur Kaffeebauern, wir machen nichts anderes. Okay, was ist besser geworden? Habt ihr einen besseren Kaffee? Kriegt ihr mehr Geld? Ist euer Leben, hat euer Leben sich verändert? Ja klar, das ist offensichtlich. Die Geschichte hat uns verändert. Durch die Tatsache, dass wir als Kolpinggruppe Kaffee produzieren, haben wir ein Fahrzeug, wir verzeichnen Verbesserungen am Haus, auf der Finca, haben eine Familie, die besser ist. Das alles, ja klar. Una familia que come mejor. Todo eso, claro. Es una historia también. Während wir weiter ernten, erzählt Carlos mir von seinen Zukunftsplänen. Vielleicht eine eigene Röstmaschine und dann. Sí, porque es cierto, me alegra tanto que nuestro café sea de exportación. Sea de exportación para Alemania. Think big, ja, gut. Das ist super. Das wird gut. Gut. So große Träume sind nur möglich, weil wenigstens ein Teil der Ernte zu fairen Preisen verkauft werden kann. Die Mitarbeiter von Kolping Honduras schulen die Kaffeebauern. So kann die Qualität des Kaffees entscheidend verbessert werden. Hör mal, Wilma, wie oft kommst du hier hin und besuchst die Familien, um Weiterbildung zu machen, um denen zu zeigen, wie kann ich noch besseren Kaffee machen? Hierher komme ich alle 14 Tage. Ich bin für insgesamt 11 Gruppen verantwortlich, deswegen ist es etwas schwierig, wöchentlich zu kommen. Daher schaffe ich es wirklich nur alle 2 Wochen. Und was sind die größten Probleme? Was haben die Leute so für Sorge und Nöte, wenn du hier hinkommst? Was erzählen sie dir? Das größte Problem ist die Vermarktung. Wenn die Kaffeebauern an die Zwischenhändler verkaufen, bekommen sie einen ziemlich schlechten Preis für ihren Kaffee. Ideal wäre es, wenn die ganze Ernte fair gehandelt werden würde. Aber das ist zurzeit nicht möglich, denn nur 8% fair gehandelter Kaffee kommt überhaupt nach Deutschland. Auf jeden Fall muss aber die Qualität stimmen, damit man einen guten, fairen Preis bekommt. Es geht um den Trocknungsprozess. Also wenn man die Kirsche oder den Kern von der Pulpa befreit, also von dem Fruchtfleisch, dann ist das halt noch total feucht. Und das muss getrocknet werden irgendwie. Und das gucken wir uns jetzt an. Nach der Ernte werden die Kaffeekirschen aber erstmal hier reingekippt und das Fruchtfleisch, die Pulpa, maschinell von den kostbaren Kaffeebohnen getrennt. Die Maschine wird hier von einem Dieselmotor angetrieben. Der ganze Stolz von Carlos und seiner Truppe. Dann müssen die Reste raussortiert werden. Anschließend geht's dann ab ins Wasserbecken zum Fermentieren und nach 24 Stunden hat sich so ein Schleim um die Bohnen gebildet. Der muss abgewaschen werden, also ordentlich durchspülen. Aber fertig sind wir immer noch nicht. Boah, ist das alles kompliziert. Hör mal, guck mal, wie viele Arbeitsschritte das jetzt hier schon sind. Und da sind die Schritte noch nicht bei, die wir hier gelaufen sind, bis wir hier oben gewesen sind. Ja, und dann werden die Bohnen zum Transport in Säcke gekippt und nach oben geschleppt. Jetzt wird der Kaffee auf Siebe gegeben und getrocknet, damit kein Schimmel entsteht. So wie der Kaffee jetzt hier liegt, heißt der Pergamino wegen der Pergamenthaut, die die Bohnen umschließt. Und so wird er dann auf dem Kaffeemarkt verkauft. Weiterverarbeitet und geröstet werden die Bohnen dann erst viel später. Das ist Wahnsinn, was ich jetzt hier alles gelernt und erfahren habe, denn Kaffeeproduktion ist kein Eintagesgeschäft, sondern das ist eine Lebensaufgabe und die haben sich die Kaffeebauern hier ganz zu Herzen genommen und wollen sich stetig weiter verbessern und werden weitergebildet und können deswegen die Qualität steigern und deswegen den Lebensstandard. Also Bildung ist der Schlüssel zu einer guten und sicheren Arbeit, dass hier noch lange Kaffee angebaut werden kann. Und wir müssen einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, damit wir so einen schönen Kaffee kriegen. Tja, und von dem bisschen mehr Geld am besten Tatico-Kaffee kaufen. Aber jetzt ist erstmal Mittagspause. Ich mach mich mit ein paar Mitbringseln beliebt. Gummibärchen gehen ja immer. Maus, Elefant und Kölnisch Wasser. Noch sind die Damen skeptisch, ob sie den Duft mögen. Aber das Hauptgericht, das riecht schon richtig lecker. Allerdings, die Tortillas sind noch nicht fertig. Da muss ich natürlich helfen. Ich mach einmal. Ich will einmal versuchen, wie schwer das ist. Oh, ich kann das mit einer Hand.
Da lachen sie sich kaputt. Guck mal, ich muss mit beiden Händen machen. Klar, die Damen sind das gewöhnt, den gekochten Mais durch den Wolf zu drehen. Ich komm ins Schwitzen. Boah, hat die Muckis. Okay, und jetzt? Next. Aha, einfach Wasser dazu und kneten. Und dann? Hier machen wir sie immer. Mhm. Also schön flach machen, so. Genau, und weiter drehen und klopfen und alles schnell, schnell, denn jetzt kommt der flache Fladen auf die heiße Platte. Dann wird wieder ein bisschen drauf rumgehauen, dann plustert der sich so richtig schön auf und fertig ist die frischeste Tortilla, die ich jemals gegessen habe. Oh, heiß. Gracias. Oh, lecker. Sehr lecker. Kein Salz dran, trotzdem lecker. Salz haben wir noch gefunden. Tortillas gehören in Honduras zu jeder Mahlzeit. Hier und heute mit einem leckeren Fleischeintopf auf 1550 Metern. Das haben wir uns aber auch wirklich verdient. Zum Abschluss noch ein paar Erinnerungsfotos und dann habe ich noch eine kritische Frage. Für mich am beeindruckendsten ist ja heute gewesen, dass die Kaffeebauern oben sich wirklich sehr gefreut haben und sehr wertgeschätzt haben, dass wir da gewesen sind. Es gibt ja sicher auch Kritiker, die sagen, warum müssen die Kolpinger aus Deutschland jetzt eigentlich so viel Geld ausgeben und nach Honduras reisen? Warum ist das wichtig? Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil sich dadurch eigentlich gute Beziehungen aufbauen, Vertrauen aufbaut und dass man dann späterhin natürlich auch darauf bauen kann, dass die Leute einen kennen und dass man mit denen Projekte erarbeiten kann, die dann auch tragfähig sind. Und der andere Punkt ist ja gewesen, dass der Carlos sich als Produzenten jetzt das erste Mal kennengelernt hat und uns auch erzählt hat, dass er das ganz toll findet, dass du so viel Interesse daran zeigst. Wie beeindruckt hat dich das, wie die arbeiten, wie die da zusammenleben und so weiter? Naja, das ist natürlich immer sehr beeindruckend, wenn man den Produzenten an sich kennenlernt und nicht ein anonymes Kaffeeprodukt kauft, sondern ich sehe den Produzenten, ich kenne ihn und für mich ist es natürlich dann auch immer eine Wertschätzung für seine Arbeit, was er also an Arbeit reinsteckt, um Kaffee zu produzieren, um Qualitäten zu produzieren und das ist ja auch immer wieder unsere Aufgabe, diese Emotion des Produzenten über mich und über das Produkt letztendlich rüberzubringen zum Konsumenten, der einen ordentlichen Kaffee kriegen soll. Also es ist auf jeden Fall kein seelenloses Produkt, was da produziert wurde und was wir uns jetzt hautnah angucken würden. Da ist nämlich tatsächlich mit viel Schweiß, mit viel Tränen, mit viel Herzblut entstanden. Was war für dich heute so das Beeindruckendste? Du hast schon öfter solche Reisen gemacht, du hast öfter die Leute vor Ort besucht. Also beeindruckend für mich war wieder einmal, waren zwei Dinge. Das eine, dass sich das Ganze ein wenig weiterentwickelt hat, das sind Kleinigkeiten, dass beispielsweise eine zweite Trockenstelle da war, aber der war beeindruckend. Das zweite war natürlich auch, dass die Menschen einen wiedererkennen, dass sie sich freuen, dass man die besucht und das ist auch eine gewisse Wertschätzung, die man auch wieder nach Paderborn weitergeben muss. Und glaubst du, dass sie noch lange von dem Besuch erzählen? Weil wir haben ganz viel zusammen gelacht, kein Wort verstanden, also ich jedenfalls nicht, aber wir haben oft zusammen gelacht. Ja, ich glaube schon, es sind ja auch viele Fotos gemacht worden da oben, die dann natürlich die Runde machen, wenn die anderen Produzenten dazukommen, aber wenn man sich im Nationalbüro unten trifft, und das nochmal auswertet mit Rufino zusammen, da wird sicherlich noch lange drüber gesprochen. Ja, weil dann ist es nämlich tatsächlich so ein bisschen ins Wasser fällt ein Stein mäßig. Ne? Ein kleiner Stein, der viele weite Kreise macht. Aber ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich kann nicht mehr. Mir tun die Knie weh, mir tun die Füße weh, mir tun die Beine weh. Ich habe morgen wahrscheinlich solche Eier hier hängen, wegen Gelenk irgendwas. Es war richtig anstrengend. So, Feierabendbier. Gut, ab. Tschüss. Wie wichtig die Bildungsarbeit von Kolping ist, erfahren wir auch bei unserem nächsten Besuch. Wieder geht es über Stock und Stein, bis wir bei einer Kooperative von Kolping Honduras ankommen. Bei 32 Grad schwüler Hitze werden meine Begleiter und ich bereits erwartet von ungefähr 60 aufgeregten Kaffeebauern mit ihren Familien. Erstmal Hallo sagen und dann präsentieren sie uns ganz stolz ihre Kaffeeernte. Das, was hier in Säcken liegt, hat Klaus Lang von den Bauern gekauft. Gut möglich, dass die Bohnen in ihrer nächsten Tasse Tatico-Kaffee sind. Eine gelungene Überraschung für uns. Boah, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich deinen Kaffee jetzt hier noch sehe. Also, nee, ich auch nicht. Nee, du auch nicht. Nee. Cool. Natürlich wollen wir auch hier sehen, wo der Kaffee wächst und machen uns auf eine kleine Wanderung.
Und die Qualität ist wohl der Knaller von diesem Kaffee. Also da gibt es so eine Range von 0 bis 100. Normalerweise hat das so 81. Wenn du 83 hast, bist du schon tippitoppi. Und die haben hier 85 erzielt. Also das ist eine Mega-Qualität. Ja, nee, die Qualität ist gut und das ist natürlich auch der Ansatz. Ich bin da also auch guter Dinge, dass wir da den einen oder anderen Rösterkollegen davon überzeugen können, diese Produkte von den Kollegen hier einzukaufen, ja, von der Kooperative. Denn leider werden ja nur 8% vergehandelter Kaffee nach Deutschland verkauft. Dabei ist das wichtig, um den Menschen vor Ort ein besseres Leben zu ermöglichen. Was hat sich verändert, seit ihr hier in der Kooperative zusammenarbeitet? Was ist besser geworden? Kaffee kann besser verkauft werden. Wir verkaufen jetzt nach Gewicht. Andere korrupte Zwischenhändler, die sogenannten Kojoten, kaufen auf der Straße und bezahlen nach Volumen. Und das ist viel schlechter für uns. Könnt ihr allen Kaffee gut verkaufen oder müsst ihr auch immer, verkauft ihr auch manchmal unter Preis? Das wird schwer, aber es ist unsere Vision und dafür kämpfen wir hier. Für einen fairen Kaffeepreis und eine gute Qualität. Denn fair gehandelt bedeutet mehr Geld, mehr Bildung, mehr Unterstützung und mehr Hoffnung auf ein besseres Leben für die Kinder. Hier werden die Kaffeebohnen getrocknet und die schlechten aussortiert. Das können schon die Kleinsten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, gut. Die Bohnen, die zu schlecht für den Verkauf sind, werden aber nicht weggeschmissen, sondern die sind für die Familien bestimmt, zum Kaffeekochen halt. Aber vor eine ordentliche Tasse Kaffee hat der Kaffeegott die Arbeit gestellt. Erstmal müssen die Bohnen von der Pergamenthaut befreit werden, und zwar mit diesem Riesentrümmer. Wie lange muss ich das machen? Uno momento oder uno stress quadro? Wie lange dauert das? Naja, so lange bis gut ist, ne? Und reicht das so? Sieht gut aus, wenn die Haut da so wegfliegt. Ab zum Rösten auf dem offenen Feuer. Dauert circa 17 Minuten, Zeit genug, um Fotos zu schießen. Für die Menschen ist das eine große Sache, Besuch von so weit weg zu bekommen und sie sind sehr stolz darauf. Jetzt wird der Kaffee gemahlen. Das ist genau wie bei uns. Und dann geht's ab in die Küche. Kaffee kochen mit großem Publikum und im Mehrwegfilter. Nicht zu viel Kaffee nehmen, aufgießen und dann frischen Kaffee probieren. Ich schmecke die Frische von Honduras. Und was man sich für zu Hause mitnehmen kann, ist, dass man den Kaffee immer erst einmal kurz aufquellen lässt. Also wenn man den Hand filtert, erst immer einen Schluck rein, dann abwarten und erst dann nachgießen. Und das geht bei der Presskanne genauso. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wir das machen. Mit der Presskanne und mit Tatico-Kaffee, den es bei uns in Deutschland zu kaufen gibt. Kann gut sein, dass auch Bohnen, die hier geerntet worden, mit dabei sind. Mal sehen, was El Presidente zum Geschmack sagt. So, jetzt hier. Und? Rico? Ja, ist der Rico? Hier wollen alle mal probieren und sind stolz wie Bolle über ihren Kaffee. Der ist aber auch gut. Also so schmeckt euer Kaffee in Deutschland. Sogar die Kleinsten trinken mit, das ist hier so. Genau wie die Arbeitsteilung beim Spülen, da helfen die Kleinsten auch schon mit. Der schönste Spülstein der Welt, oder? Ja, das ist wunderschön hier, wenn man sich hier umguckt, ne? Und die Familien, die ich jetzt kennengelernt habe, die arbeiten mit ganz, ganz viel Herzblut, um richtig gute Qualität für unseren deutschen Kaffee zu produzieren. Ja, leider werden die nicht gut genug bezahlt, weil in Deutschland nur 8% überhaupt fair gehandelt ist. Und das, finde ich, ist der eigentliche Skandal. Also deswegen sind diese Familien gezwungen, den Kaffee trotzdem noch hier auf der Straße zu verscherbeln, zu einem Minimumpreis, was sie natürlich kein Stück weiterbringt. Und ich persönlich finde, immer nur zu sagen, wir Verbraucher müssen mehr Geld ausgeben, kann nicht der richtige Weg sein. Weil wenn nur 8% überhaupt fair gehandelt wird in Deutschland und auf den Markt kommt an Kaffee, dann ist das einfach zu wenig. Und da ist die Politik gefordert, ganz eindeutig. Weil wir Verbraucher können auch nicht alles leisten, wirklich nicht. Ich finde, das ist ein Systemfehler. Noch ist der Weg des Kaffees aber nicht zu Ende. Viele Bauern bringen ihre Bohnen hierhin in ein sogenanntes Beneficio. Auch hier wird der Kaffee unter der strahlenden Sonne Honduras gut getrocknet, bevor er hier maschinell von der Pergamenthaut befreit und dann weiterverkauft und verschifft wird. Aber wie schmecken die Bohnen denn jetzt? Wir sind eingeladen zur Qualitätskontrolle. Was heißt das denn? Wie erkennt der Profi auf den ersten Blick die Qualität? Für mich entscheidend ist eben dieses gleichmäßige Wachstum, was ich sehe, diese gleichmäßige Größe der
der Bohnen. Das sieht sehr, sehr vielversprechend aus. So, und wenn ich als Verbraucher in Deutschland jetzt meinen Bohnenkaffee habe, und zwar ganze Bohnen, wie kann ich da erkennen, wenn ich die Packung mal auskippe, dass das eine gute Qualität ist? Also das siehst du jetzt schon allein an diesem Rost, also dem Röstkaffee, wie gleichmäßig er ist, dass die Färbung gleich ist. Dann lass uns mal probieren. Noch nicht. Erst wird der Kaffee nach ganz bestimmten Regeln aufgegossen, ziehen gelassen, dann wird die Decke gebrochen, dann wird geschnuppert und schließlich geschlürft, was das Zeug hält. Das müssen Sie jetzt kurz aushalten, anders geht das nicht. So, jetzt einen Moment Ruhe. Ich möchte wissen, wie schmeckt der Kaffee? Das ist genau das, was ich also in einem Kaffee immer wieder suche. Total sauber, alle Kaffees, die hier drauf sind, keine Fehler drin. Sie sind alle sehr säurelastig und das ist für mich ein total erstaunlicher, oder es ist sehr, sehr erstaunlich, dass ich in Honduras solche Kaffees finde. Hab ich bis dato noch nicht gesehen. Also du würdest jetzt diese Kaffees auch einkaufen? Auf jeden Fall, die Kaffees werden gekauft. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Wird dieser Kaffee, wenn er jetzt verkauft wird, einen guten Preis erzielen? Este café cuando lo venda va a recibir un buen precio. Was? ¿Qué café? Okay, ihr könnt jetzt hier direkt. Eso esperamos. So gute Qualität ist nur möglich durch die gute Kolping-Bildungsarbeit. Das habe ich gelernt. Ja, wir haben jetzt die lange Kaffeereise hinter uns gebracht und die vielen, vielen unterschiedlichen Stationen, damit Kaffee überhaupt bei uns in Deutschland in unsere Tassen kommt. Zunächst mal muss er in die Tüten kommen und es ist ganz, ganz einfach, diese beeindruckenden Projekte zu unterstützen, oder Werner? So ist es. Ich glaube, das Einfachste daran ist, dass man den Kaffee einfach trinkt und kauft und genießt. Und das haben wir auch gesehen ja, auf dieser Reise, dass eine super Qualität entsteht, wenn man es schafft, die Leute vernünftig fortzubilden. Und da sind wir natürlich auch den Leuten in Paderborn unheimlich dankbar, dass sie das unterstützt haben, diesen Prozess. Und dass wir jetzt zu Ergebnissen kommen, die sich wirklich sehen lassen können. Ja, also beeindruckende Ergebnisse. Ich hätte das nicht geglaubt, dass in so einer relativ kurzen Zeit, seit 5 Jahren, ist Kolping hier in Honduras aktiv und hat es geschafft, so eine Qualitätsverbesserung hinzubekommen. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, den tollen Tatico-Kaffee einfach zu kaufen und zu bestellen, und zwar bei dir. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ja, ich wünsche mir, dass wir ein Stück weit die Produzenten unterstützen. Und wie gesagt, es bleibt dabei, der Konsument hat die einfachste Aufgabe. Er muss einen Kaffee nur kaufen und muss ihn trinken. Das ist wirklich das Einfache. Und der Produzent, das ist derjenige, welche, das ist ja das, was wir gesehen haben, der die meiste Arbeit damit hat, sich wirklich dafür quälen muss und der hat es echt verdient, dass er dann mal ein bisschen mehr an seinem Kaffee verdient, dass er eine andere Wertschätzung gegenüber dem Kaffee hat. Und deshalb hängt euch ins Internet, guckt, wo ihr die Produkte kaufen könnt und unterstützt unsere Aktion und kauft den Tatico. Ja, und Gott sei Dank kann man sich ja verlassen auf die Kolping-Geschwister, oder? Es liegt natürlich auch an uns und an unserem Konsumverhalten, wie gut die Menschen in Honduras für ihre Arbeit bezahlt werden. Dafür ist Kaffee ein gutes Beispiel, aber auch nur ein Beispiel für die vielen, vielen Kolping-Projekte. Um es mit den Worten von Adolf Kolping zu sagen, tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird es bald in der Welt auch besser aussehen.